Im Atelier von Rainer Englert, der ja ein ganz wichtiger Grund für den Tag hier ist, weil wenn dem sein Atelier nicht hier wäre und seine tollen Figuren und Skulpturen, dann gäbe es jetzt dieses Treffen nicht und der Kalender, den gäbe es nicht, den wir jetzt heute vorstellen wollen. Es geht vielmehr um die grundsätzliche Weichenstellung, sein Leben der Leidenschaft zu widmen, schöpferischer Kraft Form und Ausdruck zu verleihen. Dies gilt in besonderer Weise für den Bildhauer Rainer Englert. Ich mag nicht kopieren, sondern selber schaffen. Ich bin süchtig nach meinem Beruf. So sagt der Künstler über sich selbst. Es folgten Ausbildungen zum Wachsbildner in Waldürn und zum Holzbildner in Oberammergau sowie das Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Kommen wir nun zum Fotografen Horst Berner. Fotografieren ist für viele Hobby, für manche Beruf, für die besten aber Leidenschaft. Der Hartheimer Fotografenmeister Horst Bernhard gehört zu jenen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Schon das verbindet ihn mit dem Künstler Rainer Englert. Diese Leidenschaft treibt Bernhard an, höchsten Ansprüchen seines Berufes zu genügen und sein handwerkliches Können den rasanten technischen Entwicklungen anzupassen und so immer weiter zu perfektionieren. Wenn Bernhard fotografiert, so tritt er mit dem Objekt durch das Objektiv in Beziehung. Durch diese Intimität entstehen Bilder, die Botschaften schnell, intensiv und nachhaltig transportieren. Nun aber zum Spannendsten. Wie kommen zwei kreative Menschen zusammen, um gemeinsam ein Projekt zu entwickeln und zu verwirklichen? Wie kam es zur Idee Holz- und Hautfiguren 2011? Von Berufswegen geht Bernhard mit offenen Augen durchs Leben. Da blieben ihm die Werke des im selben Landkreis lebenden Bildhauers Rainer Englert nicht verborgen. Sie faszinierten. Und der Künstler auch. Die Wellenlänge stimmte, die Einstellung zum Beruf war ähnlich. So gesehen war die Idee Horst Bernhards zu einem Fotokalender mit Kunstwerken von Rainer Englert nur folgerichtig. Ihnen viel Freude und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Was ich noch dazu sagen möchte, wie das wirklich entstanden ist, und zwar, ich bin da in das Atelier gelaufen, wie ich mein Kunstwerk zurückgebracht habe, wo er mir geliehen hat für Möbelaufnahmen. Die haben ja zur Dekoration geliehen. Und dann bin ich in das Atelier da gelaufen und von hinten kam die Sonne abends rein. Und dann, das war ein Blitz, der hat mich getroffen, habe ich gesagt, und da muss ich einen Kalender machen und da muss eine Frau dazwischen. Das ganze Projekt ist Non-Profit, also es ist absolut nicht gedacht, die Sachen zu verkaufen, weil ich einfach das als freie Arbeit von mir sehe. Ich habe dann auch ein tolles Model gefunden, das ist die Olja. Das ist eine Weißrussin, die ist aus Magdeburg, lebt in Magdeburg, hat zwei Kinder, also eine ausgewachsene Frau. Es hat uns natürlich auch viel Spaß gemacht, könnt ihr euch vorstellen. Aber es ist, glaube ich, ganz gelungen und ich bin auch ein bisschen stolz auf die ganze Geschichte. Die Texte hat der Leo Meyerhöfer gemacht, der hat uns interviewt und die Grafik hat ein Netzwerkmann von mir gemacht, das ist der Herr Hofmeister aus Wertheim, der betreibt dort eine Werbeagentur, mit dem arbeite ich ja in den täglichen Projekten zusammen. Der Leo Meyerhöfer hat einen sauguten Text gemacht und der Herr Hofmeister hat eine super Grafik gemacht und der Rainer hat uns seine Kunstwerke ablichten lassen. Weil das ist nicht, dass das alles geklappt hat. Ne? Dass also die Sachen mit dem Horst und mit der Brigitte so gut gelaufen ist.
Und ja, ich freue mich halt, dass ihr alle gekommen seid. Ja, also hier, ja, weiter.